Wir verlangen heute das Buch. Rexgabe Buch 16. Volltreffer. In diesem Buch geht es darum, dass Gregs Mutter gesagt hat, dass er Basketball spielen soll. Und wenn das nicht klappt, dann muss er keine Sportart mehr ausprobieren. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich gebe diesem Buch 4 von 5 Sternen. Ich empfehle es eher den Jungs. Und es war sehr lustig. Der Abenteuerroman Shiu, die Unbezwingbare, wurde von Moran Zenotto Davide im Italienischen geschrieben und wurde von Cornelia Panzacchi ins Deutsche übersetzt. Das Buch ist ganz neu, somit ist es die erste Auflage und es wurde vom Verlag Thienemann gedruckt. Wir würden es Mädchen von 11 bis 14 Jahren empfehlen, die gerne Abenteuergeschichten und spannendes Leben von diesem Mädchen, das Shiu heißt, lesen wollen. Es geht, wie gesagt, um dieses Mädchen. Sie ist die Hauptfigur. Sie ist ein Waisenkind und wurde von einem bösen Gastwirtschaftswirt aufgenommen. Nachher wird sie vom Piraten entführt und was dann passiert, müsst ihr euch selbst durchlesen. Dieses Buch ist sehr neu und hat den Literaturpreis gewonnen. Wir hoffen, wir haben euch das Buch schmackhaft gemacht. Den Rest müsst ihr selbst lesen. Aber hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Also ich stelle euch jetzt das Buch Wie man 13 wird und den Superheld mutiert vor. Das Buch hat Pete Johnson geschrieben. In diesem Buch geht es um 2 Kinder, die gegen die dunklen Mächte halt kämpfen. Und in ihrem Abenteuer geht es halt sehr spannend los. Und es ist halt sehr lustig. Es hat 202 Seiten und ja, mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es sehr spannend war und auch oft lustig, sehr lustig. Hallo, wir präsentieren euch heute Echo Mountain. Echo Mountain ist ein sehr spannendes Buch. Der Inhalt ist sehr toll und spannend. Es geht auch viel um Tiere. Ellie ist mit ihrer Familie von der Stadt in die Berge gezogen, nachdem ihre Eltern beide die Arbeit verloren hatten. Sie lebten in einer selbstgebauten Blockhütte am Echo Mountain. Ellie gefiel das Leben im Wald und der Wildnis. Doch dann passiert ein Unfall beim Holzschlagen und Ellies Vater liegt sehr, sehr lange im Koma. Gefallen hat mir an diesem Buch der Inhalt. Es ging um Familie und auch um sehr viele Tieren. Ellie ist eine sehr tolle Hauptperson. Sie hat sehr gut in dieser Geschichte ist alles sehr gut gemacht. Es war sehr geplant. Es war auch sehr schön, weil sie hat einen Hund und mehrere Welpen. Mir hat gefallen, dass Ellie in schwierigen Situationen nie aufgegeben hat und immer weitergemacht hat und sich an sich selbst geglaubt hat. Nicht so gefallen hat mir das Verhalten ihrer Schwester Esther, das sehr oft sehr gemein war. Das Buch heißt Mitten im Dschungel. Es wurde geschrieben von Katharina Rundell. Es handelt davon, dass 4 Kinder mit einem erwachsenen Piloten über den Dschungel fliegen und dann abstürzen. Der erwachsene Pilot überlebt nicht, hingegen die 4 Kinder schon. Sie landen verletzt auf dem Boden und wissen nicht, wo sie sind, wie spät es ist und ob ihre Eltern schon nach ihnen suchen. Ein Junge baut ein Floß, aber ob das hilft, dass sie wieder nach Hause finden? Es ist eine spannende und interessante Geschichte und ich würde es euch weiterempfehlen, denn es kann jedem passieren, so ein Missgeschick. Und wie würden dann wir in so einer Situation reagieren? Wir haben das Buch An Nachteule von Sternheit gelesen. Wir wollen euch jetzt ein bisschen davon erzählen, worum es in diesem Buch geht. Am Anfang sind 2 Väter, die sind homosexuell und die Kinder kennen sich noch nicht sehr gut, aber per E-Mail haben sie sich dann kennengelernt. Die Kinder heißen Avery und Beth und sie wollen nicht in ein bestimmtes Camp über die Sommerferien, aber sie müssen, weil die Väter gehen über die Sommerferien nach China, ein Erlebnis. Und später aber wurden im CG-Camp die beiden Mädchen beste Freunde und unzertrennlich. Aber dann
sind die Väter durch einen Streit auseinandergekommen und die Kinder mussten dann vom CG Camp leider wieder nach Hause. Also wir haben zu diesem Buch eine positive Bewertung, weil uns hat das sehr gut gefallen. Wir würden es auch gerne weiterempfehlen. Ja. Wir präsentieren euch heute das Buch Mein Lotterleben, alles Bingo mit Flamingo. Im Buch geht es um Lotta. Lotta ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Sie lebt mit ihren Eltern, mit ihren zwei Blödbrüdern und mit ihrer Schildkröte Herstes. Lottas beste Freundin Cheyenne geht mit ihr auf die Günter Grass Gesamtschule. Dort gibt es ein Mädchen namens Berenike. Sie ist das beliebteste Mädchen in der ganzen Klasse. Sie veranstaltet am Samstag eine Eisbühlprinzessinnenparty, wo alle Kinder aus der Klasse eingeladen sind, nur Cheyenne und Lotta nicht. Deswegen haben sie schon einen Plan, wie sie auf die Poolparty kommen können. Das Buch ist sehr toll, es sind auch nicht schwierige Wörter. Es gibt wunderschöne Illustrationen im Buch. Mir hat das Buch generell sehr gut gefallen. Wir präsentieren euch heute das Buch Ich glaube, es glitzert. In dem Buch geht es darum, dass Ida sich schon riesig auf die Sommerferien freut, denn sie und ihre Mutter fahren für 2 Wochen auf die Seychellen. Doch dann erfährt sie, dass ihre Mutter vergessen hat, die Urlaubsbuchung abzuschicken. Und um diese Katastrophe zu verhindern, stellt sie jeden Tag ein gefaktes Bild auf Instagram, um die Katastrophe für sich zu behalten. Doch dann wird sie von Edith, einer Klassenkameradin, gesehen und das Chaos wird immer größer. Ihr sollt es alle lesen, weil es ist sehr lustig und es gibt sehr viele Überraschungen drin. Ich stelle euch heute das Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten vor von Andrea Steinhöfel. Ihr solltet das Buch lesen, weil es geht um 2 Jungen. Ein Junge ist tiefbegabt und der trifft den anderen Jungen, der ist hochbegabt. Und dieser Junge hat dann mit den anderen Jungen ausgemacht, dass sie sich treffen. Und dann ist der Junge aber nie angekommen. Und er findet auf spannende Art und Weise heraus, wie was passiert ist und rettet den Jungen sogar. Deswegen empfehle ich euch dieses Buch. Es hat nicht so viele Seiten, nur 220. Und deswegen empfehle ich es euch. Wir stellen euch heute das Buch Wer den Wal hat vor. In diesem Buch handelt es sich um Lotta und ihre besten Freundin Cheyenne. Cheyenne wünscht sich zu ihrem Geburtstag einen Hund. Doch ihre Eltern schenken ihr eine Sprachreise nach England. Zu ihrer Freude und hauptsächlich wegen Cheyennes 4 in Englisch meldet sie sich ihr Vater ebenfalls in Sprachcamp an. Beide freuten sich riesig und in Sprachcamp lernten Lotta und Cheyenne viele neue Kinder kennen. Ich würde das Buch denen empfehlen, die gerne lustige und tolle Abenteuer lesen. Und die Abenteuer sind eher nicht gefährlich. Und es sind auch tolle Illustrationen von Daniela Kohl drinnen und der Text ist auch nicht schwierig zu verstehen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Buch ausgeht, könnt ihr in Mein Lotterleben, wer den Wal hat, nachlesen. Hallo, willkommen zu unserer Buchvorstellung. Wir stellen euch das Buch Twilight vor. Wir erzählen euch jetzt ein bisschen über dieses Buch. Der erste Satz des Buches Twilight lautet: Ich hatte mir nie viele Gedanken darüber gemacht, wie ich einmal sterben werde, obwohl das in den vergangenen Monaten echt Zeit gewesen wäre. Wie ihr vielleicht auch nur vom ersten Satz erraten konntet, ist es eine gruselige Liebesgeschichte. Es geht um ein Mädchen. Ihr Name ist Bella. Sie lebt bei ihrer Mutter in einer Stadt, wo immer die Sonne scheint. Eines Tages möchte sie zu ihrem Vater nach Fox, in einem kleinen Dorf, wo es fast jeden Tag regnet. Und wenn es nicht regnet, dann ist der ganze Himmel voll Wolken. Ihr Vater heißt, ach, das findet ihr schon selbst heraus. Sie war aufgeregt, wie es halt normal ist. Und da stand er. Edward Cullen in seiner bleichen, schon fast weißen Haut. Mir hat das Buch gefallen, weil es gruselig ist und ich würde es euch empfehlen. Was sagst du? Okay. Was soll ich? Ja, mir stellen es viel besser vor wie die anderen. Na, so geht nicht. Was sagst du das? Wir präsentieren euch. Na, sagst du? Und dann sag ich, das Buch hat 250 Seiten. Aber wir müssen ja so. Ja, wir präsentieren euch heute das Buch An Nachteule von Sternhai.
viel besser als die anderen. Es ist von Holly Goldberg und Meg Wolitzer. Dieses Buch hat 250 Seiten. Es geht um zwei Mädchen, die sich eigentlich nie treffen wollten, weil sie herausgefunden haben, dass sich ihre zwei Väter lieben. Aber dann haben sie sich immer so in E-Mails geschrieben und sehr persönliche Sachen ausgetauscht. Und dann wurden sie immer noch zu allerbesten Freunde. Das war unsere Präsentation zum Buch. Wir hatten noch was sagen, lassen wir das Ihnen empfehlen. Ah ja, ja, machen wir nochmal. Ich empfehle es euch sehr, weil das Buch ist sehr spannend und es ist auch mit E-Mails geschrieben. Und ja, wir empfehlen es an Jungs und an Mädchen, eher an Mädchen, weil das eher so mit zwei Mädchen ist. Und ja. Also, wir haben hier das Buch. Jungs verstehen das nicht. Es ist ein sehr tolles Buch. Es ist in Tagebuchform geschrieben und es spielt immer an anderen Orten, mal in der Schule, mal zu Hause, mal im Schwimmbad. Und es ist eigentlich sehr lustig und mir gefällt das Buch sehr gut. Es ist witzig und manchmal auch peinlich, aber ja. In dem Buch geht es hauptsächlich darum, dass Jungs und Mädchen die Interessen voneinander sehr entfernen. Also Jungs wollen mehr Sport, wie zum Beispiel Basketball oder Fußball, und Mädchen sind mehr auf Dramen sozusagen ausgerichtet. Und die Hauptperson, das Mädchen, ist eine sehr batschige sozusagen Person, der sehr viele Missgeschicke passiert. Und die Hauptperson heißt Katinka Peters, ihr bester Freund ist der Mats. Und falls ihr euch fragt, warum das Buch Jungs verstehen das nicht heißen, sie startet ein Projekt, was halt Jungs nicht verstehen, und ja. Jetzt habt ihr das so toll vorgestellt, jetzt muss ich es auch lesen. Lasst einen Abo da. Und ein Like. Und wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann nicht. Super, danke. Okay.